Hallo und willkommen bei Chaos Kitchen 51. Ich mache euch ein Rezept von Hildegard von Bingen. Und ich zaubere euch was aus dieser Knolle. Das ist eine Sellerie-Knolle. Und da soll es heute Sellerie-Schnitzel mit Muskatnusssoße und Salzkartoffeln geben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit in die Küche von Chaos Kitchen 51 und mache euch ein nettes Rezept von Hildegard von Bingen. Bis bald, euer Chaos Kitchen 51. Fruity, 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 fruity. Nochmal ein herzliches Willkommen in der Chaos Kitchen. Wie schon erwähnt, gibt es heute in Folge 7 von Tom Koch, Rezepte nach Hildegard von Bingen, ein sehr rustikales, schnelles, mit wenig Zutaten, aber sehr schmackhaftes Gericht aus dem 10. Jahrhundert. Ein Sellerieschnitzel. Und wie ihr schon seht, brauchen wir dazu eine große Sellerieknolle, welche wir erstmal von der Schale befreien. Anschließend schneiden wir die Knolle in 1 bis 2 cm dicke Scheiben. Putzen wir 1 bis 2 große Zwiebeln und schneiden diese in kleine Stücke. In einer großen Pfanne zerlassen wir anschließend die Butter und geben unsere klein gehackten Zwiebeln hinzu und dünsten diese gut an. Wenn unsere Zwiebeln dann gut glasig sind, geben wir unser Dinkelmehl darüber. Anschließend löschen wir alles mit unserer Gemüsebrühe ab und lassen das Ganze kurz aufkochen. Geben dann unsere Scheiben Sellerie hinein und lassen diese gut ziehen. Nun bestreuen wir das Ganze mit unserem Muskatnuss und unseren Pfefferkörnern. Geschlossen lassen wir dann das Ganze ca. 15 bis 20 Minuten köcheln. Anschließend sollten wir ein leckeres Sellerieschnitzel haben. Dazu servieren wir, wie gesagt, Salzkartoffeln und einen Rohkostsalat. Das passt am besten. Ja, meine Lieben, das war's schon wieder mit Chaos Kitchen 51, seinem Hildegard von Bingen Rezept. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut wieder rein, wenn es heißt, Tom kocht Rezepte nach Hildegard von Bingen. Ich freue mich auf euch. Abonniert mich, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis bald, euer Chaos Kitchen 51.